Hallo ihr Lieben, lange nicht gesehen, also es wurde jetzt mal wieder Zeit für ein Filmchen. Ich muss mal gerade gucken mit meiner Kamera, ich war nicht verschollen, aber ich habe mir im August, von Mitte bis Ende August, 2 Wochen Urlaub gegönnt. Und dann haben ja viele von euch mitbekommen, dass wir ein neues System haben, das läuft leider noch nicht so rund. Und ja, von daher war da mein großes Augenmerk drauf, dass auch wenn ihr bestellt, das einigermaßen wieder läuft, soweit ich es überhaupt in der Hand habe. Dazu nochmal eine kurze Erklärung, weil ich werde aktuell immer wieder angeschrieben, ob ihr nicht mehr per PayPal bezahlen könnt oder Überweisung. Doch könnt ihr dann einfach in meinem Shop, ihr gebt einfach in meinem Shop. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, wenn ihr oben auf die, ich muss mal eben die Nummer wegmachen, wenn ihr oben in die URL-Leiste einmal draufklickt, blau, dann seht ihr, ob da auch Dörpinghaus steht, Pepper Chef mit Dörpinghaus. Und ansonsten seht ihr auch am Ende der Bestellung ein Foto von mir, eure Beraterin, da seht ihr ein Foto, dann ist alles richtig gelaufen. Und dann, wenn die Bestellung am Ende ist, dann könnt ihr auf alternative Zahlmethode klicken. Dann bekomme ich eine E-Mail der Bestellung und dann bekommt ihr von mir per E-Mail die PayPal-E-Mail und auch meine Kontodaten, falls ihr so bezahlen möchtet und nicht mit Kreditkarte zahlen möchtet. Ja, heute, ihr seht, ich habe hier ganz viel aufgebaut. Ich musste mich mit meiner Kamera ganz weit zurück, damit ihr überhaupt alles seht. Ich habe jetzt auch ein etwas wackeliges anderes Stativ. Da seht ihr jede Menge Produkte. Und ich möchte euch heute gerne die neuen Produkte vorstellen, die es seit dem 1.9. im neuen Katalog gibt. In meinen Kochgruppen bei Facebook habe ich auch schon ein paar Rezepte eingestellt, die ich darin gemacht habe, weil ich natürlich das eine oder andere auch schon getestet habe. Ich bin nur aus Zeitgründen leider nicht dazu gekommen, die auch zu verfilmen. Von daher habe ich die jetzt hier nicht auf YouTube hochgeladen. Aber wird jetzt natürlich in den nächsten Wochen immer mehr kommen. Und ich wurde auch gefragt, ob ich vielleicht ein Live-Video machen kann mit dem einen oder anderen neuen. Und auch das werde ich natürlich machen. Und zwar meine nächste Live-Show wird am 14. September stattfinden, abends um 18 Uhr, in meiner Live-Kochgruppe bei Facebook. Wer also bei Facebook ist, darf gerne da reinkommen. Ansonsten, wenn die Show vorbei ist, werde ich die natürlich auch wieder hier auf YouTube hochladen. Also ihr verpasst eigentlich nichts. So, dann fangen wir mal an mit den Dingen, die neu sind. Wir haben auch Artikel, die wir neu zusammengestellt haben, also wie zum Beispiel Sets oder so, aber die Produkte gab es vorher schon. Von daher zeige ich euch jetzt wirklich nur Dinge, die komplett neu im Katalog sind. Fangen wir mal mit dem ersten an. Und zwar, ich muss mal gucken, ob ich das Stativ ist ein bisschen komisch, ob ich die Kamera ein bisschen runterstellen kann, dann brauche ich das nicht so hochhalten. Und zwar haben wir jetzt Gusspfannen. Also jeder, der schon mal, ich habe nämlich vorher noch nie mit Guss gekocht, jeder, der schon mal mit Guss gekocht oder gebacken hat, weiß, dass zum Beispiel für Fleischgerichte Guss wirklich fantastisch ist. Wir haben auch, wisst ihr, unsere super Edelstahlpfannen, aber das Problem ist natürlich, dass die zum Beispiel nicht auf dem Grill können. Ja, die dürfen natürlich auch nur eine bestimmte Gradzahl aushalten. Bei Guss habt ihr das Problem nicht. Guss könnt ihr auf Induktion nutzen, könnt ihr auf Ceran nutzen, auf Gas nutzen, im Backofen nutzen und auch auf dem Outdoor-Grill nutzen. Und zwar haben wir 3 Gusspfannen. Das ist die größte, und zwar ist die 30 cm vom Durchmesser. Dann haben wir eine, Moment, auch da findet ihr überall einen Reinigungsspatel dabei. Die sind auch alle schon eingebrannt, ihr braucht also nichts einbrennen, könnt also sofort loslegen. Dann haben wir eine mit 25 cm Durchmesser und dann haben wir noch 2 tolle, zum Beispiel für euer Frühstücksspiegelei. Das zeige ich euch auch. Das sind die 2 kleinen, die sind im Zweierset mit 14 cm Durchmesser. Ich denke schon, dass gerade der eine oder andere, der gerne Steaks mag oder Bratkartoffeln, sind einfach aus Gusspfannen, habe ich auch schon getestet, der Hammer. Ich habe auch schon ein Schweinefilet-Rezept darin gemacht mit frischen Pfifferlingen. Also wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr klasse geworden. Das sind unsere neuen Gusspfannen. Wie gesagt, 3 Stück in verschiedenen Größen. Dann haben wir was ganz Neues. Und zwar haben wir bei verschiedenen Stoneware-Produkten eine Plus-Serie. Was heißt Stoneware Plus? Und zwar Stoneware Plus dürft ihr bis 260 Grad erhitzen,
Ja, die normale Stone wäre ja nur bis 230 Grad. Dann ist es so, ihr könnt die und dürft die auch jetzt leer vorheizen. Auch das habe ich schon getestet, das erzähle ich euch gleich. Und die ist auch spülmaschinenfest. Ihr erkennt bis auf einen Stein, das erkläre ich aber gleich warum nicht, erkennt ihr die Stoneware Plus an diesem Rillenmuster unten drunter. All diese Steine, das sind die neuen Stoneware Plus, die wie gesagt bis 260 Grad erhitzt werden dürfen, leer aufgeheizt werden dürfen und auch spülmaschinenfest sind. Und zwar haben wir da einmal den Zauberkasten, den kennt ihr auch schon, der ist perfekt für Brote, also ich backe da zum Beispiel immer mein Körnerbrot drin, für Schwarzbrot, für Hackbraten, für Kastenformkuchen, dafür ist die super. Jetzt denkt ihr vielleicht, was soll ich denn mit so einem Stein zum Leeraufheizen? Also ich kann euch sagen, wenn ihr einen Hackbraten darin macht, der halt viel Fett hat, ist es natürlich mega, wenn ihr den leer aufheizt und dann euren Hackbraten reingebt. Denn dann fängt er sofort an, das hört ihr auch, ich erzähle euch gleich die Geschichte mit den Schnitzeln, fängt er natürlich sofort an, unten anzubraten. Und dann könnt ihr die Form in den Backofen geben und fertig garen, dann ist er noch krosser. Also Zauberkasten plus. Dann haben wir unseren Zauberstein, den kennt ihr alle, der wunderbar zu nutzen ist auf die große Ofenhexe als Deckel. Den haben wir auch als Zauberstein Plus. Wie gesagt, immer erkennbar an den Rillen bis bei einer Form. Wobei das auch die Plusform ist, man kann es nur nicht erkennen. Wenn ihr euch jetzt den neuen großen Ofenzauber Plus bestellt, wundert euch bitte nicht, wenn er von unten keine Rillen hat. Das ist aber das neue Plus-Produkt. Ich habe es selber getestet, weil ich war auch skeptisch und habe gesagt, ja, ich kann den auch nicht verkaufen, wenn er aussieht wie der vorherige. Also A ist das so, der ist ein bisschen schwerer, das merkt ihr auch, falls ihr schon den anderen habt. Und dann steht unten drunter steht eine Nummer und zwar heißt die 1203S wie Siegfried und F wie Friedrich. SF heißt Stoneware Future, also Stoneware Generation. Der hat nur von unten noch keine Rillen, aus folgendem Grund. Zu dem Zeitpunkt, als wir die Produkte in die Produktion gegeben haben, war es so, dass, wie gesagt, das Rillenmuster ist nur optisch, hat also keinen Vorteil, ob mit Rille oder ohne, sondern das Stoneware-Produkt als solches ist nachgebessert worden. Aber damit ihr es halt erkennt, sollte es dieses Rillenmuster haben. Aber die Rillenform, so will ich mal sagen, für den großen Ofenzauberer war noch nicht fertig. Jetzt mussten wir uns entscheiden, also nehmen wir die Form jetzt, die war ja schon im Katalog, der Katalog ist ja immer schon ein halbes Jahr vorher gedruckt. Sagen wir jetzt sofort vom Anfang an, der ist nicht bestellbar, dann wärt ihr natürlich traurig. Oder sagen wir, es ist das neue Produkt, es ist auch erkennbar an der Nummer SF, ne, Stoneware Future, und erklären einfach nur, warum der keine Rillen hat. So ist es. Und ich habe ihn dann getestet. Ich habe, wie ihr aus meinen Rezepten wisst, ja immer schon in den letzten Jahren meine Schnitzel auf der Stoneware gemacht. Bei den Schnitzeln vorher war es so, dadurch, dass du die natürlich auf den kalten Stein legen musstest, du durftest den ja nicht leer aufheizen, waren die wunderbar, auch schön saftig, von oben auch schön knusprig. Von unten waren die aber nie ganz so knusprig wie von oben. Ist klar, weil der fing an zu backen, aber der Stein war ja kalt. Ich habe jetzt getestet und habe den Stein leer vorgeheizt auf 230 oder 240 Grad, circa 10 Minuten. Dann habe ich sogar den Härtetest gemacht, denn ihr wisst, ich paniere normalerweise mit Cornflakes, habe dann aber mit Paniermehl die Schnitzel paniert, weil Paniermehl braucht ja immer Fett und Cornflakes nicht, weil die haben schon Fett. Hab die nur leicht von oben und unten mit ein bisschen Albaöl eingepinselt, habe den Stein leer aufgeheizt, habe dann noch rohe Kartoffelwürfelchen dazugegeben, wie Bratkartoffeln. Dann habe ich den heißen Stein rausgeholt und habe meine Schnitzel da draufgelegt und man hörte es schon zischen und backen, also wie als wenn ihr die in der Pfanne legt. Und als sie fertig waren, ich kann euch sagen, ich habe Michael gebeten, habe ich gesagt, komm mal, halt mal einen Schnitzel hoch, dann kann ich ein Foto davon machen. Der hat es dann umgedreht und habe ich gesagt, Michael, so erkennt keiner einen Unterschied, weil es wirklich von unten genauso mega knusprig war wie von oben. Er hat es dann nachher mit der Gabel noch so ein bisschen hochgehalten, dass ich ein Foto machen konnte.
Also das war wirklich ein großer Unterschied. Das muss ich wirklich sagen. Also das hat mich überzeugt. Und wie gesagt, und da sage ich, bei Fleischgerichten oder bei Pommes oder so, könnt ihr die jetzt wunderbar leer vorheizen und dann die Sachen draufgeben. Was sich nicht geändert hat, ist, ihr müsst bitte trotzdem die Zweidrittelbelegung einhalten und natürlich dürft ihr trotzdem nicht gefrorene Sachen auf den heißen Stein geben. Also wenn ich meine Pommes, dann meine ich natürlich so wie vorher auch, dass die auch gut angetaut sind. Und dann gebt ihr die drauf. Also das hat sich nicht geändert, auch die Zweidrittelbelegung muss bleiben, damit natürlich während des Backens keine Hitzeunterschiede da sind. Aber das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen. Und das hätte ich nicht geglaubt. Dann haben wir ein weiteres Produkt. Da muss ich aber was zu sagen. Ich habe mich sehr gefreut, als wir den bekommen haben. Da gibt es aber einen kleinen Wermutstropfen. Und zwar haben wir jetzt den Pizza Zauberer Plus. Das Coole ist, ihr seht, der hat hier vorne einen kleinen Rand und da nicht. Warum? Damit ihr, manche haben ja so einen Pizza-Heber, wo man Pizzen also direkt auf heiße Steine packen kann. Das ist natürlich genial, denn den könnt ihr, wie gesagt, für Pizza auch wieder richtig schön heiß vorheizen. Und dann, wenn ihr so einen Pizzaschieber habt, eure Pizza da drauf schieben. Der Wermutstropfen bei dem Stein ist, dass der noch größer als die White Lady ist. Da müsst ihr wirklich euren Backofen ausmessen, denn bei mir ist es so, er passt zwar rein, er berührt aber schon meine Glasscheibe. Weil das ist jetzt nicht kein Problem, solange er nicht an die Wand kommt. Und zwar hat er ein Maß, habe ich mir extra den Katalog rausgeholt, Moment, der hat ein Maß von 40,5 x 30 cm. Im Vergleich dazu, die White Lady war ja bis jetzt unser größter Stein, die hatte ein Maß von, sage ich euch auch sofort, wo ist sie? White Lady. Da habe ich jetzt gerade die falschen genommen. 44, mal 40 hatte die White Lady. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Weil der große, achso, das war der Ofenzauberer, sorry. Der große Pizzazauberer Plus hat nämlich 45,5 mal 36,7. Also der ist noch größer, da müsst ihr wirklich euren Backofen ausmessen. Ich muss mal eben auf Ablehnen gehen, ob der reinpasst. Wenn er reinpasst, ist es ein toller Stein für Pizzen, für Schnitzel, für Plätzchen oder für was auch immer. Dann haben wir eine tolle Form. Und zwar nennt die sich, ich muss natürlich die Namen noch nachgucken, alle habe ich nicht im Kopf, nach der kurzen Zeit. Die ist richtig schön. Und zwar nennt die sich runde Servierplatte. Also, ihr kennt noch unsere Servierplatten, die wir hatten. Die sind ja leider aus dem Programm gegangen. Jetzt haben wir eine runde, das ist auch ein Stoneware-Produkt, was von innen und von unten auch glasiert ist. Aber natürlich trotzdem in den Backofen darf bis 230 Grad. Diese Form werde ich auch einweihen bei meinem nächsten Live, da werden wir was Schönes drauf machen. Das ist zum Beispiel toll, wenn ihr jetzt hier Tacos macht, da könnt ihr in der Mitte direkt den Dip hinstellen. Aber natürlich auch so sehr dekorativ. Wenn man zum Beispiel Salate oder irgendwas reinmacht und dann schön einen Dip oder Tzatziki oder so reinstellt. Da passen auch genau von der Einheit her, von einer Maßeinheit, unsere kleinen Servierschüsseln rein. Das ist unsere neue, wie heißt sie nochmal, runde Servierplatte. Wie gesagt, auch darauf könnt ihr natürlich im Backofen backen. Dann, worüber ich mich sehr gefreut habe, denn ich hatte immer noch so ein altes, schangeliges Sieb, muss ich wirklich zugeben. Wir haben jetzt ein Dreier-Siebset. Schaut mal. Und die sind wirklich, ich nehme mal das Kleinste raus, wirklich klasse. Ihr habt hier außen so einen schönen, ich glaube, das ist Edelstahl. Ich gucke aber mal eben nach. Die sind auch schön leicht, die sind also nicht schwer. Ich schaue mal eben, welches Material sie sind. Ich war natürlich so klug, ich habe die ausgepackt, aber habe nicht alle Zettelchen hier parat gelegt und habe ich gedacht, jetzt wartet ihr schon so lange und ich habe euch immer noch nicht die neuen Sachen gezeigt. Wer sucht, der findet auf dem Zettel. Da sind sie, Seite 25. So, Edelstahlsiebe, Edelstahl, ja, habe ich doch recht, aus Edelstahl. So,
sind auch spülmaschinenfest, wie gesagt, sind im Dreier-Set und haben hier, wie gesagt, so einen schönen hohen Rand, sodass also auch, wenn ihr was wollt, das schön hoch steht zum Abtropfen. Hier kann euch auch drunter nichts hängen bleiben. Die Frage hatte ich jetzt auch schon von der Kundin, denn das Sieb, das, was da drüber geht, das Metall, ist praktisch eins. Also da kann euch nicht jetzt drunter irgendwo ein Knös hängen bleiben, wenn ihr irgendwas abgießt. Und das Große ist mega. Ich habe letzte Tage Bandnudeln gemacht, die habe ich in dem Großen abgeschüttet. Und 500 Gramm gekochte Bandnudeln, wisst ihr, ist ein großer Haufen. Da war das Sieb noch nicht mal halb gefüllt. Also die sind wirklich mega, unsere Edelstahlsieb. Dann habe ich für euch, auch die kennt ihr, ihr kanntet die bis dato so. Na. Unser Dreier-Messbecher-Trio, den nutze ich ja immer zum Abmessen. Ihr habt innen die Skala, könnt schön hinstellen, reinschütten oder Mehl, wenn ihr Brot backt oder so. Dazu fehlte immer noch ein kleiner, so ein kleiner Süßer. Denn manchmal hat man nur, dass man 2 Esslöffel von irgendwas nehmen muss. Und dafür dann den kleinsten vorherigen zu nehmen, ist ja Quark. Deswegen haben wir noch einen kleineren dazu genommen. Das heißt, das Messbecher-Trio besteht jetzt aus 4 Messbechern und nicht mehr wie vorher aus 3. Und ihr habt einen richtig schönen kleinen. Der geht nämlich bis 60 Milliliter. Also, das freue ich mich auch drüber. Das kam direkt in meinen Küchenschrank, weil die brauche ich immer, wenn ich koche. Dann haben wir eine Verbesserung vorgenommen bei unseren Silikonhandschuhen. Die sind jetzt anthrazitfarben und die sind noch ein bisschen größer. Es ist erstmal wieder gewohnheitsbedürftig, aber da sage ich immer, die muss man einfach nutzen. Dann passen die sich so ein bisschen der Hand an. Die sind halt noch ein bisschen breiter, wenn jemand kräftigere Hände hat. Ansonsten sind sie genau wie vorher mit beiden Seiten genoppt und genau wie vorher durftet ihr die natürlich auch umdrehen und bei 30 Grad waschen. Dann kennen einige von euch, die zeige ich euch, unsere ehemaligen kleinen Mikrowellenhalter. Die sahen aus wie so Kussmunde. Das waren die vorherigen, die natürlich wirklich klein sind. Jetzt haben wir, die sind praktisch wie so Mini-Packs an. So sehen die aus. Hier geht ihr hinten mit der Hand rein. Dann habt ihr auch wie so einen Schnabel. Das Tolle ist, und die kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr euch zum Beispiel Gusspfannen zulegt, denn die Gusspfannen sind echt heiß, auch auf dem Herd. Klar, die Hitze leidet ja komplett. Und wenn ihr da irgendwas festhaltet, zum Beispiel ihr haltet die Pfanne fest und wollt irgendwas umrühren, damit ihr nicht auf eurem Induktions- oder Ceranfeld hin und her rutscht, braucht ihr einen Handschuh. Den großen Handschuh finde ich dafür zum Festhalten zu unpraktisch. Der ist einfach dann wieder ein bisschen zu groß. Die kleinen dafür sind super. Oder wenn ihr, wie gesagt, Sachen aus der Mikrowelle holen wollt und sowas. Das sind unsere kleinen neuen Mini-Packs an. Die finde ich auch wirklich gut und die sind auf jeden Fall so, dass man die für ganz viele Dinge nutzen kann im Vergleich zu den kleinen. Da musstest du wirklich auch aufpassen. Ich habe meine Mikrowelle ein bisschen höher gebaut. Also da musste ich schon immer so gucken, dass ich da nicht drankomme an die heiße Stoneware. Ich mache ja auch in dem kleinen Zaubermeister Reis zum Beispiel. Da waren die schon sehr klein. Die sind richtig klasse. Dann, was euch auch erfreuen wird, ihr wisst, ich versorge euch so gut, es geht immer mit neuen Rezepten. Und ihr kriegt ja bei jedem Einkauf bei mir immer ein Rezeptband geschenkt. Mittlerweile habe ich 7 Stück. Danach, aktuell habe ich nicht mehr. Wir haben jetzt ein tolles Kochbuch, ein gebundenes Kochbuch. Da findet ihr von 100 Beraterinnen Rezepte drin. Alles mit Backen, Brote, Hauptgerichte, auch immer schön mit schönen Fotos, ja, Kassler, dann Texas-Röllchen, Mac and Cheese-Auflauf. Also ihr findet 100 Rezepte da drin, ist ein gebundenes, tolles Buch. Und ich finde, ein Kochbuch mit 100 Rezepten, das kostet 29,90, da kann man nichts falsch machen. Also bis ihr die alle durchgebacken habt, ist schon eine ganze Zeit lang um. Und wenn ihr dann noch meine Rezepte dazu nutzt, dann braucht ihr euch, glaube ich, über Rezepte keine Sorgen machen. Also das ist wirklich ein Must-Have für alle Pampachef-Begeisterten. Und auch da, um die Frage direkt zu beantworten, es sind keine Thermomix-Rezepte, sondern alle Rezepte sind so, dass die jeder ohne Küchenmaschine machen kann. Wenn er denn einen Thermomix hat oder eine andere Küchenmaschine,
der so einfach beschrieben ist, dass jeder weiß, wie er seine Küchenmaschine darauf einstellen muss. Also wirklich ein tolles, tolles Kochbuch mit 100 Rezepten. Und als vorletztes haben wir neu, die nennen, ich guck mal, dass der Deckel nicht runterfällt. Warte, mach das mal aus. Haben wir jetzt 6er Tiefkühlbecher mit einem Halter dazu. So, und zwar hatten wir vorher die 4er Tiefkühlbecher ohne Halter. Die haben ein großes Fassungsvermögen, nämlich 250 Milliliter. Das Coole ist, wenn ihr jetzt eine Suppe kocht zum Beispiel und ihr wollt die einfrieren, ihr packt eure Suppe hier rein. Wenn die ein bisschen abgekühlt ist, macht ihr den Deckel da drauf, stellt den in eure Halterung und stellt die Halterung in eure Gefriertruhe oder Gefrierschrank. Wenn ihr dann die Suppe auftauen wollt, könnt ihr entweder einfach den Deckel abmachen, drückt ihr unten so ein bisschen dagegen, dann geht der Deckel ab. Dadurch, dass es Silikon ist, kriegt ihr auch wunderbar schnell eure Suppe raus, sonst einfach von oben heiß Wasser drauflaufen lassen, dann flutscht die gefrorene Suppe raus. Ihr könnt aber auch hier drin eure Suppe direkt erwärmen, dann nur ohne Deckel, also sind auch mikrowellensicher. Ja, könnt ihr auch darin eure Suppe direkt erwärmen. Ich habe zum Beispiel zum Testen, denn als wir in Urlaub waren, waren wir irgendwo, da habe ich Frozen-Joghurt gegessen. Dann habe ich gedacht, boah, das war so lecker, dann musst du zu Hause auch mal ausprobieren. Habe ich dann auch ein Rezept zusammengewuschelt und habe erstmal in meinem Leben Frozen-Joghurt selber gemacht mit frischen Früchten und einer eigens kreierten Erdbeersoße. Und die habe ich dann auch nochmal nachfrosten lassen in den Bechern und war wunderbar. Den Deckel dann abgemacht, habe von oben frische Früchte draufgegeben, die Erdbeersoße. Das sah auch wirklich schön aus. Die sind jetzt auch nicht hässlich. Ich habe die schön auf einen weißen Teller gestellt. Also dafür sind unsere Tiefkühlbecher. Und die sind jetzt halt zu 6 und direkt mit einer Halterung, dass euch nichts in der Gefriertruhe oder im Gefrierschrank kippen kann. Und last but not least habe ich ihn noch nicht ausgepackt. Ich habe ihn auch noch nicht benutzt, denn dafür brauche ich Zeit und Ruhe. Und ja, wie soll ich sagen, ich liebe unsere Stoneware und auch die ein oder anderen Helferlines. Ich habe mich aber bis jetzt noch nicht an unser erstes Elektrogerät bei Pemberchef Deutschland rangetraut. Ich zeige euch das mal, denn wir haben jetzt einen Blender, so heißt er. Das ist eine, ich nenne sie jetzt mal eine kleine Küchenmaschine, womit ihr super Suppen machen könnt, Smoothies machen könnt, Marmelade kochen könnt. Und das, was ich von Kollegen, die den schon getestet haben, wie gesagt, ich habe ihn noch nicht mal ausgepackt, die sagten mir, dass zum Beispiel dadurch, dass der hat über 23.000 Umdrehungen, der püriert so fein, dass wenn die zum Beispiel Erdbeermarmelade gemacht haben, wirklich gar kein Körnchen mehr da war. Ja, viele kochen ja Erdbeermarmelade und schütten die immer noch mal durch ein Sieb, weil da immer noch Kernchen drin sind. Das ist hier wirklich nicht, denn es kommt ganz samtig püriert raus. Da gibt es auch eigene Programme, die man dann auf Englisch aber alle eingeben kann. Und damit könnt ihr machen Smoothies, damit könnt ihr selber Hafermilch machen, Marmelade, Soßen, Püree, Suppen, wie gesagt Soßen. Ich zeige ihn mal so. So sieht er aus. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht ausgepackt. Ich kann euch da auch noch nichts zu sagen. Denn ich habe, wie ihr wisst, bereits 2 Küchenmaschinen. Ich habe den Thermomix 6 und ich habe die große Kenwood Cooking Chef. Von daher war das für mich kein Thema, ist aber vielleicht für den einen oder anderen von euch ein Thema, der zum Beispiel keine Küchenmaschine hat oder sagt, nee, ich bezahle auch keine 1300 Euro für einen Thermomix als Beispiel. Ich denke, dafür wäre es eine tolle kleine Alternative. Und dazu gibt es auch noch so ein Adapterteil, so ein Becher, den man noch da drauf macht, wo du dann praktisch dann sofort dein Smoothie drin machen kannst und den damit auch dann sofort nutzen kannst. Oder ein bisschen Obst oder so klein machst. Da kann ich euch, wie gesagt, leider noch gar nichts zu sagen. Ich weiß auch noch nicht genau, wann ich mich damit befasse. Da warte ich vielleicht erst noch mal ein bisschen ab, was meine Kollegen so sagen. Weil, wie gesagt, das gehört jetzt nicht zu meinen, ich sage jetzt mal so, Pemberchef Best Of. Jetzt könnte ich sagen, ich verkaufe euch den und ich
Ich bewerbe den extrem, weil er halt auch natürlich einen anderen Preis hat, als wenn er einen Stein kauft. Aber wie gesagt, das gehörte jetzt nicht in meiner Skala nach ganz oben. Ja, das waren unsere neuen Pemberchef-Produkte. Es ist ja so, ihr wisst, wenn ihr bei mir bestellt, lege ich euch auch immer den aktuellen Katalog dazu. Auch der ist letzte Woche gekommen. Der konnte ich auch noch keine verschicken, weil die auch später erst geliefert wurden. Wie gesagt, alles hat so ein bisschen gehakt. Natürlich lege ich euch jetzt auch wieder den neuen Katalog zu eurer Bestellung dazu und werde dann jetzt nach und nach auch Rezepte verfilmen, sodass ihr die auch sehen könnt, wenn nicht bei Facebook ist. Ja, also ich denke, es ist eine tolle neue Auswahl. Ich muss sagen, ich bin wirklich dieses Mal begeistert, weil ich finde, alle Dinge kann man wirklich gut nutzen. Ich bin wirklich begeistert von den Gusspfannen. Wie gesagt, habe ich noch nie in meinem Leben vorher drin gebraten. Die Stoneware Plus habe ich getestet. Mega, leer aufheizen, Schnitzel drauf, Bratkartoffeln drauf, Pizza drauf. Das war schon wirklich ein anderer Stoneware-Effekt, als wenn man es kalt drauf legt. Ja, und dann weiß ich, was ich die nächsten Wochen mache. Werde euch dann immer wieder neue Rezepte kreieren. Aber so habt ihr schon mal einen Einblick über die neuen Sachen. Dann verabschiede ich mich erstmal hier. Wie gesagt, ab dem 14. oder am 14. um 18 Uhr könnt ihr gerne bei meiner Live-Show dabei sein, wer bei Facebook ist. Ansonsten lade ich es wahrscheinlich am 15. dann auch hier hoch. Den neuen Shop-Link, den richtigen, habe ich euch hier eingestellt. Und ansonsten könnt ihr mich auch immer per E-Mail anschreiben, eine Bestellung aufgeben oder per WhatsApp oder anrufen. Also alles das ist möglich. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank, wünsche euch einen tollen Tag und bis bald, eure Judith. Tschüss, ihr Lieben.